Die Veranstaltung gibt einen guten Einblick, was die Herausforderungen für der Versicherungsbranche sind, aber zeigt auch die Strahlkraft eigentlich von Startups auf, die enorm viele neue Ideen reinbringen. Wir sind auf jeden Fall das Who is Who der Versicherungsbranche hier. Auch das Netzwerk, dass man einfach mal Kollegen sieht im ein bisschen entspannteren Umfeld. Wir waren sonst immer in irgendwelchen alten Hotelräumen und haben jetzt mal eine ganz neue Location gewählt und das erste Feedback von den Kollegen, sowohl Startup, sowohl als auch von den Versicherern, ist echt super. Ich fand es wirklich toll. Einerseits hier aus den klassischen Versicherungen die Präsentation zu sehen, aber andererseits auch wirklich, wirklich gute Startups, ja, auch mit Präsentationen, die mich zum großen Teil schon auch sehr überzeugt haben. Gründer-Speed-Dating ist eigentlich auch ein echt schönes Format, um sich irgendwie nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, irgendwie Business-Cards auszutauschen, erste Use-Cases auszutauschen. Also in ganz kurzer Zeit einen Kontakt herstellen und Austausch machen, das war super. Man hat ja auch gesehen, dass auch Versicherer unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Strategien zu dem ganzen Innovationsthema haben können. Für mich bedeutet Innovation, neue Ideen zu haben, neue Ideen zu generieren und die dann auch umzusetzen, sodass sie eben in geschäftsrelevante Tätigkeit münden. Vor allem in der aktuellen Zeit geht es darum, eine Kombination aus externer Information, also beispielsweise von Startups, aber auch, sagen wir, die eigene Mannschaft dazu treiben, mal out of the box zu denken. Sich wirklich auch so weit einzubringen und ihre Ideen auf freien Lauf zu lassen und es einfach mal auszuprobieren. Lieber 5 Ideen einfach ausprobieren und davon überlebt dann eine und die kann dann auch noch verbessert werden, weil das ist genau das, was Startups jeden Tag tun. Wem kann man kooperieren? Wo kann man unseren Kunden Dienstleistungen bieten, die ihnen das Versicherungsleben einfach einfacher machen? Innovation bedeutet für mich agil, schnell. Auch Sachen denken, die man noch nicht gedacht hat. Was kann passieren, was wird passieren? Die Versicherungsbranche wird sich in den nächsten 10 Jahren mit Sicherheit dahingehend verändern, dass viele der neuen Anbieter im Markt, also die Startups, sich prägend eingebracht haben. Sei es eben unter der Flagge der bestehenden Versicherung oder eben als etablierte, ja, Disruptoren im Markt. Ich glaube, das Thema Kooperation, Partnerschaften, Digital Ecosystems, wie es so schön heißt, ich glaube, das wird auch im Versicherungsmarkt in 2025 eine enorme Rolle spielen. Wir müssen tatsächlich einfach kooperieren, Versicherung und Startup zusammen. Diese Agilität von den Startups nutzen, das Know-how und die Kundenbasis von den Versicherungen nutzen. Und am Ende kommen dann die neuen Geschäftsmodelle raus, die 2025 wahrscheinlich auch dann tatsächlich die ersten Früchte tragen werden.